Eine riesige Narbe hat sich Josh Marshall aus Arkansas in den USA tätowieren lassen. Was dahinter steckt, hat der Mann auf Facebook gepostet. Grund war die Krebserkrankung seines kleinen Sohnes. Bei dem heute 8 Jahre alten Gabriel wurde ein Gehirntumor festgestellt. Das Kind musste operiert werden. Jetzt hat Gabriel eine große Narbe. Seinem Vater sagte der Junge, er fühle sich nun wie ein Monster. Um seinem Sohn beizustehen, ging Vater Josh jetzt einen ungewöhnlichen Weg. Er ließ sich eine große Narbe am Kopf tätowieren, an gleicher Stelle und in gleicher Form wie bei seinem Sohn. Und damit gewann der Amerikaner dann sogar einen Wettbewerb. Väter sollten sich aus Solidarität mit ihren krebstherapiebedingt kahlköpfigen Kindern auch den Kopf rasieren. Josh Marshall machte den ersten Platz. So weit war außer ihm keiner gegangen. Sein Sohn ist begeistert von der Aktion seines Vaters. Sie seien jetzt Zwillinge, meinte er.